Startet er? Jetzt startet er. Das war gerade komisch. Wir machen weiter bei Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir ein Level von Kablu gesehen und ein kurzes Level von Kablu nicht geschafft. Und jetzt wollen wir noch die restlichen Frank-Level uns anschauen. Das ist einmal hier Glass Keep und Malignant Mire. Damit ich jetzt nicht mehr durcheinander komme, gehe ich einfach auf sein Profil. Dann ist das einfacher. Genau, sind die zwei hier. Und ansonsten haben wir die anderen gespielt. Na gut, passt. Schauen wir mal, was uns erwartet. Prozentmäßig sieht es nicht ganz so schlimm aus wie das andere, was wir gespielt haben. Aber zeitmäßig sieht es länger aus. Gucken wir einfach mal. Dann werden wir sehen, was passiert. The Glass Keep. Auf jeden Fall ein 3D-World-Level. Mit dann sicherlich Glasröhren. Yo! Und Feuer- und Hammerbrüdern wahrscheinlich. Oh mein Gott, das geht jetzt da durch. Wait, wow, 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 wow. Das will ich ohne Feuer machen. Um Gottes Willen. Okay, wir werden wahrscheinlich sehr viel beschossen in dem Level. Das ist nicht so gut. So. Okay, jetzt feuert er nicht mehr. Also einfach durch. Durch. Gut. Da ist der Nächste. Weg mit dir. Okay, der macht so einen Kram. Oh ja, ich verstehe. So. Komm mal her, Kollege. Mach mal da. Mach mal kaputt. Dankeschön. Okay, das geht nur darüber. Es geht nicht runter. Der macht den kaputt. Jetzt muss ich hier ein bisschen aushalten. Das ist nicht das Problem. Dann ist da mein Checkpoint. Boys. So. Okay, der kommt jetzt auf der anderen Seite raus. Das heißt, ich will jetzt hoch. Ach so! Ah, ich löse den Swamp aus, indem ich bei der Röhre runter... Verstanden. Ich löse den Swamp aus, indem ich da an der Seite vorbeigehe. Das heißt, ich muss... Kann ich das? Ah, wir können wechseln. Wir können in der... Wir können durch die Röhren durch... Wow, 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 wow. Wir können durch die Röhren durchwechseln. Das wusste ich noch nicht. Oder ich wusste es vielleicht schon nicht. Es war mir nur nicht bewusst. Das ist ja auch interessant. Weil eigentlich, theoretisch, ist es unrealistisch. Ne? Theoretisch treffen die sich ja voll. Also das ist ja das Paradebeispiel von, dass der Gegner mich trifft. So, ich kann ja gar nicht ausweichen. Aber macht anscheinend dann durch die Röhre nichts aus. Ja gut, dann ist das halt so. Ergibt für mich jetzt keinen Sinn, aber... Wusste ich so noch nicht, dass das geht! Hi. Okay. Na, aber das, die treffen sich ja voll. Die gehen ja nicht aneinander vorbei, eigentlich ist das totaler Quatsch. Ach so, ich muss gar nicht als erst. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Verstanden. Hab's verstanden, hört auf mich zu flamen. Boah, es ist aber trotzdem. Ach nee. Ich kann es doch ganz anders machen. Ich kann es doch viel chilliger machen. Ich kann es doch viel, viel chilliger machen. Ich brauche doch die Röhre da hinten gar nicht. Wieso habe ich das nicht gleich so gemacht? Dumm.
Punkte. Wie werde ich den denn jetzt? Das ist ja blöd. Oh boy, okay. Ich will da oben rein. Jetzt muss ich das nochmal machen. Oh no! Au. Okay. So. Jetzt müssen wir halt nur wieder das da unten timen. Ach so, warte mal. Nein. Der dreht sich sofort um. Aber es passt. Kann man so machen. Okay. Well, what? Ah, jetzt löst er die aus und jetzt gehe ich da durch. Nein! Oh Gott, ist das, das ist manchmal echt kritisch. So. Okay, lass mich in Ruhe. Was? Was? Oh! Oh, Checkpoint. Okay, hier sind jetzt drei Challenges für drei rote Münzen. Okay. Oh boy. Nicht meine Challenge. Ja, oh, oh Gott, okay, alles klar. Gucken wir uns mal alle durch, dass wir entscheiden, welche wir wann machen. In der Reihenfolge. Die habe ich nicht verstanden. Ah, doch, die habe ich verstanden. Okay. Das ist ja nur nicht so wild, ne? Okay, gut, die kriegen wir... Die würde ich fast als letztes machen. Die sollte machbar sein. Schauen wir uns mal die an. Okay, die ist noch machbarer. Das ist die einfachste. Die machen wir als letztes. Die machen wir als letztes. Dann machen wir eigentlich die hier als erstes. Weil da werde ich am häufigsten sterben. Ja, genau, wegen so einem Mist. Da werde ich am häufigsten sterben. Deswegen machen wir die als erstes. Aber genau deswegen machen wir die als erstes. Ihr habt den Dreh verstanden. Gut.
Ah, okay. Dachte, ich probier's mal aus. Das reicht nicht ganz. Blöd kann man auch sein. Kann ich ihn theoretisch killen? Ah, witzig ist der nochmal. Wenn ich in seine Röhre gehe und von der Röhre runterkomme, kann ich ihn dann killen oder ich sterbe dadurch ich? Ha! Die! Gut, dann machen wir das so. Dann ist das meine Taktik. Die machen wir als letztes. Ja, also das können wir eigentlich genau, wie es in der Reihenfolge hier ist, tatsächlich. 1, 2, 3. Passt die Geschichte. Das ist das zweitschwerste, finde ich. Ich muss nicht so viel aufpassen, aber es ist immer noch kritischer als das andere, weil ich bin bisher hier. Da unten bin ich halt gestorben. Weil ich das nicht wusste, aber jetzt weiß ich das. Damit ist das im Prinzip. Ja, es ist im Prinzip auch recht leicht. Okay, und jetzt die hier. Jetzt nicht die versauen. Das wäre jetzt dumm. Nur wie vorhin hat es ja genau funktioniert. Es hätte genau funktioniert, einfach wieder genauso wie vorhin machen. Perfekt. So. Gut. Zack, rein da. Ah, wer hat gesagt, dass es vorbei ist, ne? Kein Checkpoint bisher. Scheiße. Nope. Checkpoint? Und das jetzt. Das sieht wie ein Finale aus. Jetzt kriegen wir nur noch mal so eine Show. Ja, das ist das Finale. Jetzt kommt nichts mehr Böses, oder? Da gehe ich nicht hoch. Das kannst du knicken. Da gehe ich nicht hoch. Auch wenn es nicht schwer gewesen wäre, aber da gehe ich nicht hoch. Nope. Okay, sehr schön. Sehr schön. Prima. Haben wir das auch geschafft. Meyer. Scientists are still undecided on what's deadlier, poison or plants. Tja, man weiß es nicht so genau. So, let's go. Oh, das geht runter. Jo, hi. Trägt einfach die Piranha-Pflanze spazieren. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Du spazierst auch mit einer Pflanze durch die Gegend. Ich sehe das. Oh boy. Schnell hoch. Das ist knapp. Das ist knapp. Das ist knapp. Aber es funktioniert. So, du trägst ja auch wieder irgendwas spazieren. Bin ich denn dumm, dass ich da jetzt nicht richtig drüber gesprungen bin? Mensch, Skinner. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das war jetzt ja gerade ein komplett nutzloser Tod. Sinnloser Tod. Nutzlos ist er sowieso. So, du gehst einmal schwimmen. Tschüssikowski. Und jetzt... Ah, das ist das, wo ich schnell... Oh, jetzt war ich aber deutlich schneller als vorhin. Okay. Aber dass ich den Sprung gerade... Ich meine, das Ding ist... Ja, keine Ahnung. Das ist... Auch der Sprung ist eigentlich kein Problem. Warum stelle ich mich denn so an? Aber ich muss halt eh immer warten, bis das wieder runterfährt. Ah, es ist so ein Geduldslevel. Komm, hier schwimmen. Da ist schön. Wiedersehen. Ich sehe kommen, ich werde irgendwann wegen Ungeduld sterben, weil ich zu bald runterspringe. So. Okay, jetzt muss ich da einfach nur ein bisschen hin und her hüpfen. Okay, passt. Du nicht. Oh,
Hier geht's Wasser hin, ne? Nein, geht's nicht. Okay, da könnte ich also hin. Oh nein! Soll ich gleich einen Neustart drücken? Scheiße. Okay. Ach, der blöde Mole da. Ich wollte vor dem Mole weg. Aber ich muss dem Mole noch ein bisschen Gesellschaft leisten. Das hilft leider nichts. So. Wird hier immer schneller. Aber auch das nützt mir rein gar nichts. Wenn ich beim Mole wieder sterbe. Oh boy, das war knapp. So, aber dann gehe ich einfach ein bisschen später da hoch. Weil je später ich da hochgehe, umso weniger muss ich mit dem Mole spielen. Aktuell sind die Pflanzen tödlicher. Also die für die Forscher hier, für die Wissenschaft, ne? Es ist nicht das Poison, was tödlich ist. Es sind die Pflanzen. Wobei, eigentlich sind es aktuell die Moles, die am tödlichsten sind. Also weder Pflanzen noch Poison. Gift. Die Moles sind am tödlichsten bisher. So, lass mich in Ruhe. Ich kann hier stehen. Das war was, was ich vorher nicht wusste. Deswegen war ich da zu hektisch. Jetzt kann ich da einfach runter. Okay, und rein da. Komm, gib mir Checkpoint. Dankeschön. So, jetzt haben wir ein Level, wo wir nur steigen. Ja, okay, das steigt jetzt die ganze Zeit, das Zeug. Ich sehe schon. Lass mich in Ruhe. Oh nein, ich habe es zu spät gesehen. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal lernen, das Level. Jetzt müssen wir das Level erstmal lernen. Da werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich sterben gleich, weil wir es nicht rechtzeitig... Da muss ich bestimmt on-off drücken, okay. Alles klar. Ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir da nachher gleich nach hinten. So. Hälfte den ersten verpasst. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir aber viel mehr Vorsprung. Und könnten noch viel mehr Vorsprung haben. Wenn wir uns nicht komplett dumm anstellen würden. So, vielleicht sehen wir zumindest noch den nächsten Abschnitt. Nein, sehen wir nicht. Okay. Aber das kriegen wir hin. Das ist ein schöner Abschnitt bisher. Insgesamt ist es ein schönes Level bisher. Aber Frank baut halt immer schöne Level, auch wenn sie schwer sind. So, zack, nice. Okay. Direkt den Auslöser. Ja, perfekt, Dico. So, was kommt jetzt? Okay, wir gehen hier hoch und... Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Das war nicht der Sprung, den ich gebucht habe hier. Okay, hier ran, zack. Ach, jetzt kommt da Zeug runter. Okay, alles klar. So, wir haben immer noch guten Vorsprung. Die interessiert mich hier nicht. Wir brauchen wieder einen On-Off. Da ist er. Einfach hier hin, zack, und nochmal drücken. Okay. War jetzt gifttechnisch überhaupt kein Problem. Okay. Bisschen vorsichtig sein. Und dann passt der Checkpoint auch. Hoah, nice. Und Finale wahrscheinlich wieder. Na, nach dem dritten Checkpoint. Checkpoint ist meistens bei ihm dann der finale Abschnitt. So, das habe ich gesehen. Mehr Moles. Ah, der ist gedreht. Den habe ich falsch interpretiert. Der ist gedreht. Ich hätte drüben hochgemusst. Beziehungsweise ich hätte ihn noch ein bisschen verarschen müssen. Zack. Easy. War ja gleich hier. Ist ja jetzt nicht so wild. So. Nein, jetzt habe ich das gleiche wieder gemacht. Okay. So ist besser. Zack. Wofür? Hä? Wofür ist die Wippe? Oh. Scheiße. Alles klar.
Wofür ist eigentlich die Wippe? So. Also den Maul hier. So machen wir das. Dann geht es am schnellsten. Okay, erstmal die Wippe auslösen. Also die Blöcke auslösen mit der Wippe. Dann passt die Geschichte. Dann ist das alles kein Thema hier. So, zack, zack, zack. What now? What now? Oh boy, da muss ich gleich wieder runter. Ah! Ich wollte gerade noch sagen, irgendwo sind jetzt die Pflanzen, wo ich drauf falle. Ah, okay. Muss ein bisschen schneller sein. Weil während ich da hochgehe, steigt natürlich auch weiterhin die... Das Gift. Also hier keine Zeit verlieren. Wir brauchen die Zeit oben. Das muss hier wirklich zack, zack, zack gehen. Sehr schön. Das war zack, zack, zack. Hopp, hopp, hopp. So, zack, okay. Jetzt nach oben ist kein Problem. Ich muss mich einfach nur nach rechts fallen lassen. Dann kann hier nichts schief gehen. Perfekt. Oh mein Gott. Ich muss hier die wegmachen. So, okay. Oh. Die vielleicht auch. Was bin ich denn? Dumm. So, ah, das ist ganz schön knapp noch. Das kommt relativ schnell, das Gift. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann ich irgendwo noch schneller sein? Also noch viel schneller wird es hier nicht. Vor allem, wenn ich jetzt einen verfehle, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Okay, bisher passt es. Vielleicht schneller da hoch. Das ist schon mal eine Sache. Da, zack, zack, zack. Und jetzt gleich den erwischen und gleich nach rechts runter. So, das war schon mal schneller. Und jetzt hier 1, 2, 3 und 1. Oh Gott, 1, 2. Okay, 3 sind es jeweils. So. Und oft drücken. Nein! Der ist ein bisschen suboptimal. Okay, wir kriegen durch das Springboard wieder ein bisschen... Nein! Ich wette, da kommt gleich das Ziel. Weil da geht es jetzt so einen Berg hoch und dann haben wir wieder ganz viel Vorsprung vor Gift. Ich denke, dann kommt gleich das Ziel. Okay. Und einfach nicht so hektisch sein, dann ist alles in Ordnung. Blapp, 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 blapp. Hopp, hopp, hopp. Zack. Aber ich muss ein bisschen hektisch sein, weil hier geht es ja wirklich um Speedo. So, zack. Und nach oben. Schneller, 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 schneller. Gib Gummi. Und da einfach nicht den On-Off drücken, wenn man wieder zurückspringt. Das wäre schon mal ganz gut. 3, 1, 2, 3. So. Das heißt, jetzt hin, jetzt rüber und jetzt... Okay, perfekt. Jetzt einfach nicht an die Pflanze springen. Hier vorsichtig nach oben. Da nach oben. Oh nein. Da oben ist meine Röhre. Da ist mein Ziel. Okay, zack. Nein, ich werd noch sterben. Ich sehe es kommen. Nein, ich sterbe nicht. Okay. Ist das das Finale? Ja, okay. Schaffen wir. Yes! Ich habe mich gerade ganz kurz über das Ziel fliegen sehen, springen sehen. Aber es hat funktioniert. Yes! 2 Level, 24 Minuten. Aber es waren 2 Frank-Level, das passt. Dann können wir jetzt noch das letzte Level von Devori oben spielen. Und dann haben wir alles... Nicht alles aufgeholt. Ich weiß es, dass wir nicht alles aufgeholt haben. Aber wir haben dann das gespielt, was ich spielen wollte. Mir fehlen noch die ganzen Clear-Conditions. Das werden wir auch... Ich weiß, wenn ich jetzt wieder sage, das werden wir auch noch machen. Das habe ich bei ganz vielen Sachen da unten auch gesagt, die ich noch nicht gespielt habe seitdem. Aber ja... Ne? Okay. Eine Minute und es ist wieder eine Original Composition von ihm. Das heißt, das Lied wird keiner kennen. Vielleicht hat er sich irgendwo inspirieren lassen, aber meistens hat er echt cool selber Sachen gebaut, hübsch gespielt. Deswegen bin ich jetzt auch still und wir hören der Musik zu.
zu hoch. Aber schön, gefällt mir. Gefällt mir. Mist. Okay. Das ist cool. Was? 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 Ist das mein Ernst? Wie konnte ich denn den versauen? Ich verstehe jetzt, dass die Bögen... Die Bögen sind Drehsprünge. Ups. Hat der Sprung gerade nicht gepasst. Ah, das schon eher. Und hier das gleiche jetzt. Aber kleine Sprünge gehen eigentlich auch. Das macht keinen Unterschied. Oh boy. Checkpoint. Warum ich jetzt einen Drehsprung gemacht habe, weiß auch nur ich. Eigentlich weiß ich es nicht. Das ist so cool, was er komponiert. Er hat voll so voll das schöne Musikgefühl. Na, das, die Melodie ist einfach schön. Sehr, sehr schönes Level. Also die Worry-Level muss ich auf jeden Fall immer wieder spielen, wenn die immer wieder neu kommen. Na, das ist aber bisher, so vom Rhythmus her, passt das ganz gut. Dann ist jetzt erstmal wirklich wieder Schluss mit Mario Maker. Und wir gehen, also wenn nicht irgendwas ganz Krasses jetzt in Mario Maker passiert, keine Ahnung, der nächste Ninja-Run oder sowas. Hoffe, der kommt noch nicht so schnell. Wir werden sehen. Aber dann gibt es auf jeden Fall immer wieder kurz zwischendurch Mario Maker. Und jetzt entweder Ori oder SMW oder irgendwie abwechselnd. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.